Ja. Goldschwarz. Hohoho. Also aber, Terrazzo. Du bist also wie eine kleine Maus in meine Burg geschlichen, was? Bei der Macht von Yami, Herrscher des Landes der Finsternis. Ich, Goldschwarz, wurde zur Herrin über die Hiroshima-Küste ernannt. Du hättest nicht extra herkommen müssen, damit ich dich töte. Ich hätte dich auch gefunden und es dann getan. Genau wie ich es mit Königin Himiko gemacht habe. Yami, Land der Finsternis, hat von keinem von beiden je gehört. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mein Okay zu deiner Herrschaft über die Hiroshima-Küste gegeben habe. Yami ist der absolute Herrscher über alle bösen Wesen. Er ist das ultimative Symbol der Finsternis. Und er ist keiner dieser falschen Götter aus euren Märchen. Falsche Götter? Du bist doch diejenige, die vorgibt, eine Priesterin zu sein und komische Verstecke wie diese hier baut. Wir werden dich für ein und für alle Mal für deine Taten zur Rechenschaft ziehen. Oho, wir werden sehen, ob Pelzige. Bereite dich darauf vor, den Zorn meiner schrecklichen Macht zu spüren. Eine Macht weit über der eurer sogenannten Götter. Oh ja, wir können ihn abfackeln. Jedenfalls konnte ich so jetzt einen Schwanz von ihm ausschalten. Kurzzeitig? Ach du meine Güte, ich kann Pinseltechnik. Ach so, das sind Pinsel. Oh, ich habe sie zersplittert. Keine Gnade, alles auf Angriff. Ja, sie hat Schwänze verloren, sehr gut. Und einen konnte ich verkokeln. Wo muss ich die treffen, um sie zu verkokeln? Ah, da oben. Ich darf halt auch nicht zu lange im Zeichenmodus bleiben, sonst zeichnet sie selber, was böse ist. Okay, sie blitzt wieder. Nur nicht von hinten. Au. Jetzt fügt sie sich wieder zusammen. Das gibt mir die Gelegenheit, was einzuwerfen. So, sie hat nur noch zwei. Oh, mit dem macht sie jetzt andere böse Sachen. Okay, ich kann den zweiten Grad nicht abflammen. Ich dachte, vielleicht könnte ich beide abflammen. Ihren. Nee, sie blitzt wieder. Also ich muss wieder blitzen, besser gesagt. Ah ja, erstmal den Einzelnen da drüben.
So, jetzt ist nicht mehr viel von dir übrig. Mist. Au. Oh. Okay, sie ist ziemlich pissed. Okay, jetzt hat es nicht geklappt, ihr Schwert zu blitzen. So, jetzt haben wir sie getötet. Besiegt. Hey, neues Schwert. Erhalten göttliches Instrument. Kusanagis Klinge. Jade Klinge kriegt man beim Sieg über Neunschwanz. Emikos Tod wurde gerecht. Amaterasus Macht hatte sich als zu viel für Neunschwanz erwiesen. Die schreckliche Bestie war besiegt und ihre wahre Gestalt war für alle sichtbar. Im Tode war sie nichts weiter als eine müde alte Füchsin. Die Uninsel an das Schicksal ihrer Herren gebunden, zerbarst unter großem Getöse. Wie als Abschiedsgabe verschwand sie in einer Blütenexplosion. Otohime, die sich in den Wasserdrachen verwandelte, hatte ihre Pflicht erfüllt und kehrte in den Drachenpalast zurück. Neunschwanz, monströses Antlitz von seiner Herrin getrennt, stieg in den Himmel auf und verwandelte sich in pure finstere Schwärze. Dort schloss es sich der Seele ihrer besiegten Herrin an. Sogar Pesthauch erschien, um die gefallene Neunschwanz willkommen zu heißen. Weinend und posierend vereinigten sie sich in der Luft. Danach bewegte sich die schwarze Masse in Richtung der nördlichen Länder. Vier solcher Schatten hatten sich aus Orochis Leiche erhoben. Vielleicht waren diese beiden auf dem Weg, sich ihren Brüdern anzuschließen. Zurück blieb der Name des Herrn der Finsternis, den Neunschwanz erwähnt hatte, Yami. Konnte es vielleicht sein, dass diese Kreaturen im Norden lebten? Amaterasu, eine dunkle Präsenz spürend, erzitterte. Der witzige Iso, der Amaterasu so mutig begleitet hatte, spürte eine Spur von Trauer in seinem Herzen, wegen seiner Prophezeiung, dass die Reise zu Ende sein würde, wenn die 13 Kräfte wiederhergestellt sind. Da nur reine Kraft fehlte, verfinsterte sich sein Blick. Auf jeden Fall wartete ihr nächstes Ziel im gefrorenen Norden auf sie. Ihr Abenteuer war noch lange nicht zu Ende. Keine Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen, Ami. Neunschwanz zu besiegen hat Himiko nicht zurückgebracht. Aber zumindest kannst du ihre Seele mit einem Siegesgeheul verabschieden.
Ja, Zeit und Schaden, sehr schlecht. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Hallo Amaterasu, so, Wacker. Du warst auf einer kleinen Fuchsjagd auf der Odi-Insel, oder? Ich habe den Eindruck, dass du eine harte Zeit hattest. War dieser gerissene Fuchs wirklich so beeindruckend? Wahaha. Warum du? Wie kannst du das sagen? Yumiko ist tot, du herzloses Schwein. Hm? Ah, ich verstehe. Nun, ich hätte nie erwartet, dass jemals so... dich jemals so wie ein kleiner Welpe handeln zu sehen. Schließlich war Königin Yumiko dieses Schicksal vorherbestimmt. Auch du wusstest das. Oder etwa nicht, Amaterasu? Wovon redest du da? Auf jeden Fall bist du jetzt der Letzte auf der Welt, den wir sehen wollen. Und jetzt geh mir aus den Augen, du schäbiger Möchtegern-Prophet. Meine Güte, in was für einer guten Stimmung du heute wieder bist. Dein Wut lässt sogar den Himmel verfinstern. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Dieser Donner kommt vom Norden des Shinso-Felds. Er kündigt ohne Zweifel die Ankunft eines Sturms an. Nun, mein Darling, ich muss mich jetzt von euch verabschieden, aber lasst mich euch noch eins sagen. Ein schockender Blitz und es öffnet sich. Puh, fühlt sich gut an jetzt, da ich das losgeworden bin. Und weil ich schon dabei bin, mache ich noch eine kleine Markierung auf eure Karte. Ja, Shinso-Feld. Da waren wir auch schon nicht lange nicht mehr. Von da aus geht's dann in den Norden, hä? Wir haben aber immer noch recht viel, wenn ich mir das so ansehe. Hey, wer hat gesagt, dass du das darfst? Planst du nicht sowieso dahin zu gehen, Darling? Du weißt schon, in die Richtung des Bösen, das aus dem Körper des gerissenen Fuchses entfloh. Okay, hübscher, was hast du diesmal vor? Hehe, oh, es fühlt sich so gut an, wieder zu prophezeien nach einer so langen Pause. Doch könnt ihr mich sehen, aber gleich nicht mehr. Goodbye. Und weg ist er. Ja, zu den Drakoniern können wir immer noch, aber wie gesagt, die Oni-Insel ist jetzt nicht mehr so Oni-haft. Tja, das ist jetzt schon das zweite Versteck des Bösen, das wir ausräuchern nach der verdorbenen Mondhöhle. Es läuft halt in jedem Akt irgendwie darauf hinaus, dass wir die Festung des Bösen betreten und dort irgendwas Böses töten. Was ich jetzt zum Beispiel immer noch nicht geschafft habe, ist hier drüben am dem Baum hier die Nuss runterzumachen. Oh, eine Truhe. Habe ich die Kühe ja schon gefüttert? Ja, habe ich. Und hier kann ich nur blasen und es wird wieder Tag. Okay. Ich habe halt echt keine Ahnung, was ich mit der Nuss machen könnte. Was war hier unten? Ach, Kaninchen.
Und Thron, okay. Ja, nochmal gucken, dass ich auf diese Insel komme. Soweit ich weiß, müsste es hier irgendwie einen Weg hoch geben. Ja, genau hier. Wow, diese Wächtersprössling ist ja voller Blüten. Er fängt sogar gerade an, Früchte zu tragen. Sie sind noch nicht mal reif. Hast du das deine Pfoten davon? Ha. Nein, damit mache ich nur eine Sonne. Ja gut. Das bringt mir alles nichts. Ich will zurück an den Strand. Was ich jetzt wenigstens in Sai'an ausprobieren könnte, wäre den Typen zu, den Geist zu blitzdingsen. Also zu blitzen. Bevor ich Cut machen muss. Hiroshima-Küste, Adelsviertel. Nehmen wir Hiroshima-Küste. Das müsste ja direkt neben Sai'an normalerweise sein. Ja. Außer das war jetzt der Weg zur nördlichen Hiroshima-Küste. Da fühle ich mich verarscht. Ja, ist es. Mal gucken, ob ich überhaupt nach Sai'an noch reinkomme. Bis jetzt scheinbar ja. Machst nicht den Eindruck, als ob du dich darum kümmern würdest, was die Leute sagen. Würdest du mitmachen, wenn ich dir etwas zu essen gebe? Nicht, dass ich irgendwas hätte, das ich dir geben könnte. Wenn ich nur diese Meleklöße hätte, die Oma für mich gemacht hat. Ich bin sicher, dass du sie lieben wirst und dann könnten wir zusammenspielen. Ich muss sie fallen gelassen haben, als ich mit jemandem zusammengestoßen bin. Hey, ist das ein neues Spiel? So, genau, der Blitz, der Typ. Hm.
Ja, wenn es geregnet hätte. Ganz ehrlich, was kann ich mit dem Blitzfuzzi anfangen? Ich kann den da blitzen. Ich kann sie blitzen, aber das kann, dann glaubt sie mir trotzdem nichts. Hey, und hast du meine Kräfte in Aktion gesehen? Ich dachte, es gäbe nichts, womit ich mich jeden Tag beschäftigen könnte. Aber das war, bevor ich raus. Vielleicht sollte ich das gut unterstützen und anfangen, den Leuten zu helfen. Meine Kräfte kennen keine Grenzen. Ich bin der einzig wahre Blitzgeist Raiden. Aha. Ist nur die Frage, für was braucht man den Blitzgeist? Okay, gut. Bevor wir uns weiter mit dieser Frage beschäftigen, gehen wir speichern. So, Stadt sei an, ist gespeichert und da gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.